Dun, 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 dun. So. Oh, mein Telefon klingelt. Hallo, Selin. Wir haben etwas über das Ei herausgefunden. Mein Assistent ist im Pokémon Center von Viola City. Sprich doch bitte mit ihm. Klick. Piep, piep, piep. Ei. So. Und jetzt? Sondern hier. Der Kerl da. Come on, talk to me. Selin, lange nicht gesehen. Professor Lind hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Er hat noch eine Bitte an dich. Nimm bitte das Pokémon-Ei. Oh, du hast keinen Platz mehr für ein weiteres Pokémon. Ich warte hier, bis du Platz für das Ei geschaffen hast. Ja. Aber da kann ich nicht mit ihr reden, oder? Sondern da muss ich... Hier, warte, ich spreche mal mit dir. Pokémon sind schlau. Sie gehorchen nur Trainern, von denen sie auch Respekt haben vor denen. Hat der Trainer nicht genug Orden? Machen sie, was sie wollen. What? Selin schaltet den PC ein. Bills PC. PC von Selin. Eis PC. Ich gehe mal an meinen PC. Die Verbindung zu deinem PC wurde hergestellt. Du hast Zugriff auf das Item-Lagerungssystem. Ne, ich möchte kein Item schlagen. Hier sind keine Briefe. Was? Im Briefkasten sind keine Briefe? Oh mein Gott. Was denn? Wer zur Hölle ist Bill? Die Verbindung zu Bills PC wurde... Pokémon-Lagerungssystem. Das ist gut, aber wer zur Hölle ist Bill? Okay. Box wechseln. Pokémon-O-Brief wegwerfen. Bewegen. What? Immer wenn du ein Pokémon verschiebst, wird das Spiel gesichert. Ja, meinetwegen. Es gibt bereits einen Spielstand. Spielstand überschreiben? Nein, niemals. Ja. Aber ich habe mehrere Boxen. Hier ist mein Team. Hier ist eine Box. Da ist noch eine Box. So, und ich wähle jetzt die Ratte. Wechseln. In Box 1. Awesome. Tschüss. Und wenn wir jetzt mal Verbindung beendet. Wenn wir jetzt mal in meine Pokémon gucken. Dann ist es nicht mehr da. Welch eine Technologie. Selin, lange nicht gesehen. Es ist 10 Sekunden her. Professor Lind hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Er hat noch eine Bitte an dich. Nimm das Pokémon-Ei. Ich erhalte das Ei. Jetzt hat er endlich 3 Eier. Wir haben entdeckt, dass ein Pokémon erst schlüpft, nachdem es im Ei gewachsen ist. Ja. Außerdem muss es sich in der Nähe anderer Pokémon befinden, um zu schlüpfen. Selin, du bist die einzige Person, auf die wir uns verlassen können. Bitte, ruf Professor Lind an, wenn das Ei soweit ist. Okay. Ah, mein Pokémon, wenn ich gerade schon mal hier bin, kann ich den ganzen Drag auch heilen. Ich muss immer noch aufpassen, dass ich nicht diese Taste hier drücke mit Steuerung S. Könnte ich das nicht irgendwie ändern? Ob ich vielleicht... Mach die Taste zum Beispiel das. Was, wenn ich es auf die Taste ändere? Aber die Taste finde ich viel schöner dafür. Ah. Egal. Jetzt muss ich weiter zum nächsten Ort. Wo ist der nächste Ort? Warte, ich kaufe mir noch ein paar Pokébälle-Bon. Willkommen. Womit kann ich dienen? Schlangenfluchtseil gegengibt. Wie viel? Ich hätte gern eine Pokéball. Nein, doch, ja. Ich hätte gern noch 2. Guck mal, ich habe so viel Geld. Das passiert gar nichts, wenn ich in irgendeine Richtung klicke. Ach, verdammt. Das muss ich an dieser Stelle mal. Oh, 99. So, 2. Jetzt habe ich einen mehr gekauft, als ich eigentlich wollte, aber... So, Tränke. KP-Fluchteil, Gegengift. Partnerheiler, Aufwecker.
Wegschlafende Pokémon, X-Abwehr. X-Angriff, X-Tempo, Blumenbrief. Was ist das denn? Umschlag mit Blumendruck. Aha. Und das macht? Keine Ahnung. Lass ich mal hier. Nein, ich möchte nichts mehr von dir. So. Hey, in diesem Haus war ich noch nicht. Awesome. Da ist ein Vogel. Da ist ein Vogel im Haus. Verjag ihn. Sie verwendet die Namen ihrer Lieblingsspeisen als Spitznamen für ihre Pokémon. Kenne ich noch jemanden? Meine ich. Meine ich. Wie heißt du denn? Erdbeere. Erdbeere. Erdbeere ist eine Lieblingsspeise. Ich nenne mein Taubsi die Erdbeere. Oha. Really? Ist das dein Ernst? Ich nenne meinen Wickelbaum Wackelbaum. Ich habe einen Wackelbaum gesehen. Wenn du ihn bündelst, windet er sich und tanzt. Cool. Jo, du hast auch zu viel geraucht, Junge. Lute, Route 63. Route 63. Willst du kämpfen? Nein, du kannst... Leute, die kämpfen, bewegen sich nicht. Ein merkwürdiger Baum blockiert die Straße in Hadoukasia City. Wegen dieses Baumes kann ich nicht einkaufen gehen. Man sollte etwas dagegen tun. Donatus, wer bist du? Ich bin Donatus von Donnerstag. Hier, bitte, das kannst du haben. Granitstein. Wieso erklären die nicht am besten gleich dazu bei neuen Sachen, was die eigentlich machen? Was die eigentlich können? Ein Pokémon, das Gesteinattacken benutzt, sollte dies mit sich tragen. Ja, da ist doch die Erklärung. Wunderbar, wieso geht das nicht immer so? Es verstärkt Gesteinattacken. Oha. Sieht gar nicht mal so unheiß. Oh je. Yeah. Ich wollte den Baum mit einem mächtigen Hieb in zwei brechen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe versagt. Tja. Ist er hier der Baum? Oh mein Gott. Er tanzt. Er tanzt. Ist hier irgendein mächtiges Viech? Ich will ein Monster hier treffen. Wenn das irgendwas ist, was ich nicht kenne, fange ich es. Vermutlich irgendwas, was ich schon kenne. Korrekt. Weberlack versus Weberlack. Los, Weberlack. Du wirst gewinnen. Ich glaube fest daran. Holy shit, wie wenig Schaden macht der denn? Der andere macht noch weniger Schaden. So einen Kampf will ich mir eigentlich nicht antun. Weberlack ist gar nicht mal mein lowest level Viech. Ich muss es eigentlich mal wieder wechseln. Wobei, ich bringe zuerst Weberlack auf Level 10. Und danach wechsle ich die Kreatur. Oh, es ist ein männliches. Und mir fällt gerade auf, dass deren Smileys, die haben ja so ein Smiley auf dem Rücken oben drauf, dass die bei diesen beiden unterschiedlich rum sind. Meiner ist, meiner ist happy gelaunt, so ein fröhliches Ding, und bei dem ist es umgekehrt rum. Deswegen geht das nach unten. Und sieht das aus dieser Perspektive so aus. Also seins ist ein unglückliches Ding und meins ist ein happy Ding. Und da, deswegen habe ich die männlichen, sind die Unglücklichen. Zumindest die Unglücklichen. Zwei. Vielleicht, aber auch nur, dass sie alle anderen unglücklich machen. Und selbst sehen die das Ding ja nicht, weil es auf dem Rücken ist. Ja. Nicht sehr effektiv. Komm, Speed up. Es achtet auch niemand mehr auf diesen Kampf. Guck mal, das ist vor allem gegen ein wildes Viech, gegen ein Viech Level 4. Es gibt nicht mal Erfahrung. Ja, das hätte ich mir sparen können, sollen, dürfen, müssen. So, wo bin ich? Fragst du dich nicht, wer so etwas tun sollte? Und warum? Nee, eigentlich nicht. Ich werde gerade immer wieder unterbrochen. Aber jetzt können wir endlich in diese Höhle gehen. Rätselstein, Puzzlekammer, oh. Ich
weiß, dass ich früher mal irgendwie das gemacht habe, aber ich glaube, das geht nicht ganz so schnell, obwohl das ist über 10 Jahre her. Vielleicht geht es jetzt schnell, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt machen will. Willkommen in diesem Raum. Das ist ein Raum. Und in diesem Raum gibt es verschiebbare Platten, die ein Pokémon darstellen, das aus der Antike stammt. Verschiebe die Platten so, dass ein Bild entsteht. Rechts findest du eine Beschreibung des Pokémon. Die Forscher im Hintergrund untersuchen neu entdeckte Muster. Wo geht's in Bildbeschreibung? Dies ist eine Nachbildung eines antiken Pokémon. Wow, was für eine detaillierte... Ein Pokémon, das sich am Meeresgrund versteckt und mit seinen Augen auf dem Rücken die Umgebung genau beobachtet. Oh mein Gott, es ist ein Monster! Bonnie. Vielleicht mache ich das mal, während das Video aus ist. Wobei, ich will das jetzt mal eben zusammenstellen. Ich mache das Video mal dafür mal kurz aus. Okay, es ging dann doch recht schnell. Ist ja auch nur ein kleines Ding. Und du siehst die Ecken und da kannst du den Rest dran setzen. Ich hatte das schwieriger in Erinnerung. Vielleicht war es auch früher schwieriger, andere Dinger. Ich habe diese Version dann noch nie gespielt. Oh mein Gott, ein Loch. Eine seltsame Anwesenheit ist hier zu spüren. Dies ist eine Nachbildung eines antiken Pokémon. Oh mein Gott, es ist ein Inkognito. Ein wildes Inkognito. Inkognito. Los, Weberack! So, Giftstachel. Kann ich das Viech fangen? Ich kann mich nicht erinnern, so ein Viech schon mal gehabt zu haben. Was kann so ein Viech eigentlich? Kann das irgendeine Attacke? Ah, guck mal, Kraftreserve, das macht schon mal Schaden. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass es nicht so einfach sein sollte, so ein Viech zu fangen. Aber für irgendwas muss ich doch hier unten sein. Also von dem Viech habe ich zum Beispiel keinen Schimmer. Ist da irgendwas Besonderes dran? Kann das irgendwas Besonderes? Theoretisch schon. Praktisch kein Schimmer. Zack. Wenn ihr tötet dich nicht mit deinem eigenen Gift. Nein, nein, nein! Überlebe. Nein! Do! Oh. Verdammtes Gift. Dumm. Okay, ich habe noch eins gefunden. Aber wahrscheinlich kann man die gar nicht fangen, oder? Hm.